Hallo, mein Name ist Petra Dahm. Ich bin Chief Innovation Officer von Stell dir vor, einem Startup aus München. Und heute sprechen wir über die Themen Virtual und Augmented Reality. Hallo Noah. Hallo Petra. Erzähl doch mal was über dich. Also ich bin Noah und ich bin 11 Jahre alt. Ich komme dann in den Sommerferien, also danach dann in die 6. Klasse und ich freue mich sehr darauf. Und was machst du eigentlich so? Also ich habe ein Startup, das heißt Stell dir vor, weil Stell dir vor eben von der VR aus so ein bisschen kommt. Man stellt sich immer was vor. Was ist nochmal VR? VR ist Virtual Reality, also virtuelle Realität, genau. Und wir beschäftigen uns eben mit dem Thema und in dem Startup, wo ich bin, bin ich praktisch für Innovationen und für Technik und Technologien zuständig. Und schaue mir eben an, wie diese Technologien genutzt werden können, um Pflegekräfte auszubilden. Und wir wollen uns ja über Virtual und Augmented Reality unterhalten. Das klingt jetzt schon mal super spacey. Ja, was ist das? Genau, das dachte ich mir, dass du das fragst. Spielst du? Bist du Gamer? Ja, klar. Aha, und was spielst du da? Ich spiele Subway Surfer, aber das ist auf dem Handy. Ja. Manchmal Fortnite, aber auch nicht so oft, also nur wenn ich manchmal bei Freunden bin und noch andere Spiele. Aber du hast noch keine Brille aufgehabt dazu? Nur einmal, aber nein, noch nie. Okay, also musst dir vorstellen, bei dem Spiel, wenn du eine virtuelle Realität, in die virtuelle Realität gehst, das ist ein sogenanntes Headset für virtuelle Realität, dann bewegst du dich in dein Spiel und hast praktisch die Möglichkeit, direkt in deinem Spiel zu sein. Wenn ich mich drehe oder nach vorne laufe, was passiert dann? Das ist eine gute Frage. Bei den Brillen, also das ist das Schöne, weil es jetzt mobile Geräte gibt, kannst du dich auch damit bewegen. Dann gibt es auch Möglichkeiten, das musst du dir vorstellen wie ein Laufband, wo du dich praktisch auch bewegst und dann kannst du dich ganz unendlich eigentlich bewegen. Echt? Das geht schon, ja. Also die Welt in der Brille, würde ich mal so sagen, hört nie auf? Die kann möglicherweise, wenn es weiter so geht von der technologischen Entwicklung, hört die nicht auf, nein. Das nennt sich dann Metaverse. Und AR vielleicht, das erkläre ich dir jetzt auch noch schnell, weil dann hast du den Unterschied. Da kannst du mit einem Handy zum Beispiel, da gab es auch ein Spiel, Pokémon Go, vielleicht hast du von dem mal gehört. Kann ich. Okay, das ist Augmented Reality. Echt? Das heißt, du hast deine Realität und mit deinem Handy kannst du praktisch laufen und kannst eben in deine Welt andere Dinge reinholen. Ach so. So funktioniert das. Und mit so einem Würfel zum Beispiel kannst du dann auch mit dem Handy kannst du Welten kreieren. Also ist das ungefähr so wie ein QR-Code? Ja, in etwa. Nur, dass ein QR-Code ist ja zweidimensional und der Würfel ist dreidimensional. Das heißt, dass du eben in die Realität ein räumliches, ein körperliches Element mit reinbringen kannst. Ach so. Dann könnte er so dich jetzt auch zum Beispiel einscannen und dann könnte ich dich dort nochmal holografieren. Also holografieren heißt so viel wie nochmal in die Realität übertragen. Und was ist dann zweidimensional? Zweidimensional ist zum Beispiel, wenn du dir jetzt hier was anschaust. Das ist einfach nur eine zweite Dimension. Ach so. Also ein Buch oder eine Tafel, das ist zweidimensional. Ach so. Und alles, was im Raum stattfindet, ist dreidimensional. Und was ist der Unterschied zwischen der und der Brille, weil die ist eher so hier verdeckt und hier? Genau, und da kannst du sehen, da kannst du durchgucken. Das heißt, das ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Handy, nur dass du es als Brille hast. Das heißt, also es wäre ungefähr so, wie wenn du dein Handy hier vorne vorm Gesicht hättest. Ach so. Und da geht die Reise auch hin. Kann man aber mit der Brille auch durch, also hier hingucken? Du könntest jetzt mit der Brille, könntest du mich anschauen und dann könntest du, das kennst du ja auch von diese Filter, dann könntest du zum Beispiel einen Filter über mein Gesicht legen. Oder du könntest dir jetzt sagen, ich weiß nicht mehr, wie mein Name ist und dann könnte die Brille dir anzeigen, das ist die Petra. Echt? Echt? Ja. Krass. Ja, Noah, dann hoffe ich, dass deine Liebe zur Technik so bleibt. Und wenn du magst, kommst mal vorbei und dann sage ich jetzt einfach vielen Dank. Danke, dass du mir das alles erklärt hast. Ja, sehr gerne. Jasmin. Hallo. Servus. Hi. Hast du schon mal von Virtual oder Augmented Reality gehört? Ich habe schon davon gehört tatsächlich. Also ich studiere persönlich Industriedesign und da wird das auch bei uns hin und wieder angeboten, habe aber bis jetzt noch keinen Kontakt damit gehabt.
Hast du eins von den Gerätschaften schon mal aufgehabt, genutzt? Ja, ich hatte es schon mal genutzt. Das ist allerdings schon ein bisschen her. Also es ist bestimmt schon 2 Jahre her und in der Zeit hat sich wahrscheinlich schon einiges getan, so eine Technologie. Genau. Ja, also vielleicht ganz kurz. Ja. Man teilt eigentlich diese beiden Elemente, Virtual und Augmented Reality, in zwei Themen ein. Das eine Thema ist, mit Virtual Reality begibst du dich quasi in ein komplett anderes Szenario, in einen komplett anderen Raum. Und mit Augmented Reality, wie der Name schon sagt, erweiterst du quasi deine Realität, in der du eben dich bewegst. Das heißt, ich weiß nicht, mit welchen Themen beschäftigst du dich denn aktuell so in deinem Studium? Also ich studiere Industriedesign, also ich bin eher analog, sage ich mal. Ich habe wenig digitale Sachen gemacht. Okay. Finde es aber super spannend, weil man das halt eben ein bisschen weiter mit einbauen könnte. Weil ich habe jetzt halt aktuell zum Beispiel ein Projekt mit Algen gemacht, wo ich versuche, ein Material herzustellen. Was natürlich jetzt halt gerade in Corona-Zeit ein bisschen schwer war, dann bei der Präsentation den Leuten das irgendwie so real wie möglich zu zeigen. Man muss es ja eigentlich auch ein bisschen anfassen können oder so ein bisschen im Raum drehen können. Ja, genau. Aber da zum Beispiel, das wäre so ein prädestiniertes Beispiel. Ja. Also du könntest jetzt eben, also ich weiß nicht, ob es interessant ist, in der Alge mal reinzuschauen, in der Struktur zum Beispiel. Das stimmt, ja. Genau, ja. Also da könnte man jetzt zum Beispiel mit Augmented Reality eben mal so einen Blick hinter die Kulissen sozusagen wagen. Ja. Und mit Virtual Reality, das war natürlich jetzt ein großes Thema, weil du gerade Corona erwähnt hast, dass viele einfach gesagt haben, okay, wie kann ich mich jetzt in irgendeiner Form zusammen treffen, in einem Raum, Dinge diskutieren. Da hättest du jetzt eben auch zum Beispiel schon ganz gut mit Virtual Reality arbeiten können. Genau. Ja, das stimmt. Und was ist jetzt nochmal genau der Unterschied zwischen Virtual und Augmented Reality? Genau, also wie du siehst vielleicht an den Brillen schon, also Virtual Reality, du hast praktisch eine Brille, die du aufsetzt und du bist also dann visuell komplett eben aus deiner richtigen Realität weg. Während du eben bei Augmented Reality, da siehst du auch, da kann man durchgucken zum Beispiel. Darf ich mal anfassen? Darfst du gerne. Oder eben, wir können auch, Augmented Reality ist auch schon möglich, ich weiß nicht, ob du Pokémon Go vielleicht gespielt hast? Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht, okay. Egal, ich bin die einzige Person, die es nicht gemacht hat. Nee, ich auch nicht. Genau, also du kannst einfach mit einem Mobiltelefon oder eben mit einem Tablet, die mit einem, also von einer neueren Generation, kannst du eben auch tatsächlich Dinge auch schon augmentieren sozusagen. Es bieten auch die großen Hersteller mittlerweile schon an, dass du eben Dinge in den Raum stellen kannst und genau. Ah, das ist ja eigentlich dann richtig perfekt, auch gerade für Produktdesign wäre es ja auch super spannend. Absolut. Weil wenn ich jetzt halt ein Produkt entwerfe, dann mache ich das ja am PC. Genau. Und dann sieht man es, klar, man kann es im dreidimensionalen Raum schon am Computer drehen, aber es ist doch irgendwie spannend, das dann irgendwie so dran vorbeizugehen, sich genauer anzuschauen. Das ist eigentlich auch die Grundlage. Ja. Also du hast oft eben AutoCAD oder eben CAD-Dateien, die du dann eben entweder in den Raum heben kannst und kannst es dir dann eben von unterschiedlichen Seiten anschauen. Du kannst auch eben gemeinsam an einem Produktdesign arbeiten. Genau. Und das ist dann das Programm, mit dem man arbeitet, AutoCAD? Also grundsätzlich, du fängst mit AutoCAD an, also du baust quasi, das nennt sich Asset, genau, und generierst praktisch da dein Item und dann geht es in der Kette weiter, dass es eben entsprechend animiert werden muss oder simuliert. Geht es noch ins Blending, also genau, also es sind tatsächlich ein paar Stationen, aber das macht es halt eben auch sehr interessant, weil du einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten hast, da tatsächlich in den Beruf auch tatsächlich mit einzusteigen. Das stimmt, ja, das stimmt, ja. Ich war selbst mal auf einer Ausstellung, da war das auch, Augmented Reality war da auch. Und hast du da gesehen? Da haben wir, da hat man so ein Laptop, so ein Tablet hat man dann in die Hand gedrückt bekommen und dann waren da nur Steine ausgelegt gewesen und dann konnte man halt mit dem Tablet rumlaufen und dann sind halt ganz viele verrückte Formen und Farben sind dann eben so rausgekommen und egal in welche Richtung man gedreht hat, es ist wirklich, es war sehr faszinierend auf jeden Fall. Genau. Ja, war richtig cool. Ja, also das ist auch möglich, dass du eben zum Beispiel Dinge scannst und dann eben überlagerst und du kannst dann eben es überlagern mit Informationen oder eben ganz neuen Formen, je nachdem, was man halt eben gestalterisch dann auch darstellen möchte. Und das sind eigentlich so die ersten Erfahrungen, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob du Google Translate zum Beispiel hat auch eine Funktion mit Augmented Reality, wo du also kannst du mal ausprobieren, wenn Reisen mal wieder erlaubt ist. Genau, also man kann dann eben die
die Schrift sozusagen fotografieren. Ach, ja, stimmt, ja, und dann kannst du also übersetzt er das praktisch und genau. Und dann sage ich jetzt einfach vielen Dank. Ja, hi Philipp. Wir kennen uns ja, also insofern stell dich am besten gleich mal selber vor. Ja, also ich bin der Philipp, bin seit 2018 hier an der Universität der Bundeswehr und habe dort eine Professur für digitales Marketing und setze mich eigentlich seit 2013 mittlerweile mit AR-Themen auseinander. Mhm. Interessant. Und ja, in welcher Form oder? Ja, alles Mögliche. Also wir schauen uns an, wie entwickeln sich die Märkte, wie entwickeln sich die Einsatzmöglichkeiten, wie verhalten sich Menschen in AR im Vergleich zu anderen Medien. Wir setzen uns auseinander, was mögliche Risikofaktoren sind, wie sich das auch auf Gesellschaften auswirken kann und so weiter. Das Tablet, was wir hier liegen haben, das hat ja auch schon einen Scanner. Genau. Ich glaube, das macht das Ganze ja auch noch mal ein bisschen attraktiver. Genau, ja, eine Kamera an einem Smartphone ist eigentlich dafür da, um Fotos zu machen. Ja. Und man schafft das jetzt ganz gut, irgendwie aus diesen, aus einer einzelnen Kamera irgendwie einen 3D-Scan zu machen. Mhm. Das funktioniert relativ gut. Wie funktioniert das? Naja, man interpretiert Schatten zum Beispiel. Mhm. Ja, und deswegen muss man das Handy auch immer so ein bisschen bewegen erstmal. Okay. So, aber das hat natürlich gewisse Nachteile, nämlich wenn das eine glatte Oberfläche ist oder wenig Licht vorhanden ist, schlechte Lichtverhältnisse, dann funktioniert das nicht. Mhm. Und solche Time-of-Flight-Ansätze, wie jetzt man das hier also bei den Smartphones, bei dem iPad hier zum Beispiel sieht, die ganz, ganz einfach gesagt, die schießen ein Signal raus und warten, wie lange dauert es, bis es wieder zurückkommt. Mhm. Also wie so ein Ultraschallgerät vom Prinzip her oder ein Radar. Ja. Ein Radar, ja. Und damit kann man dann also den Raum viel besser auch tracken. Mhm. Und sagen wir, das Grundgesetz von AR ist, je besser ich die Realität verstehe, desto besser ist das AR-Erlebnis. Ja. Jetzt habe ich irgendwie so viel aus der Forschung erzählt, aber mich würde eigentlich genauso interessieren, was macht ihr eigentlich in der Praxis? Mhm. Meint das Unternehmen, stell dir vor, was sind denn für Themen, an denen ihr arbeitet, beziehungsweise wo siehst du jetzt eigentlich die Zukunft von VR und AR? Also wir beschäftigen uns mit beiden Themen, also VR eben eher im Bereich von Lernen und Qualifizieren, weil wir da einfach VR für geeigneter halten. Ja. Und Augmented Reality On-Job Training, also das heißt, also weißt ja, wir beschäftigen uns mit Pflege, dass man da einfach auf die Pflegekraft eingeht, ihr eben das Leben sozusagen erleichtert, Orientierungshilfe gibt, genau. Und, ja, das ist eine gute Frage. Wo sehen wir die Zukunft? Du hast ein Thema erwähnt mit der Ethik. Das ist mit Sicherheit gerade in unserem Bereich auch nochmal ein sehr großes Thema. Aber ja, ich meine, wir sehen, wie schnell sich die Technologie gerade entwickelt. Wir wissen, dass Brillen anders geartet als die HoloLens wahrscheinlich in absehbarer Zeit auf den Markt kommen, bis hin zu der Tatsache, dass wir wahrscheinlich auch irgendwann, also so sehe ich zumindest mal, auch Linsen tragen werden. Ja. Oder? Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ja, Linsen oder die Steigerung davor wäre sogar dann direkt den Sehnerv anzuzapfen. So ist es, genau. Ja. Also, dass man im Endeffekt eine Mensch-Maschine-Kooperation sozusagen hat. Genau. Ja, genau. Aber ich sage jetzt auf jeden Fall vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Petra.